Recht herzlich willkommen zur 27. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir, glaube, zum Schluss noch einen Zug verfolgt, der hier die Kohle irgendwie, nee, Kohle, weiß nicht, Schrott, glaube ich, hin und her brachte oder sowas. Der wartet jetzt auf freie Strecke, aber das wird schon laufen. Wir hatten den Bus hier noch gesehen, dass der nicht ganz die richtige Strecke fuhr. Mal gucken, ob er jetzt da hochfährt. Der wollte ja zur Karl-Benz-Straße. Achso, warte mal. Nee, Karl-Benz-Straße ist er. Achso, die haben wir, glaube ich, umgebaut gehabt, ne? Und 3 von 37 Passagier. Da oben hat er abgeholt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er hier anhält. Da ist ja ein Feld hier, was dann da einsteigen kann. Nur gucken, wie es gerade aussieht. Er hält an. Also, alles gut. Ja, das war der Bus, der dann 12.000 Miese hat und hoffentlich irgendwann besser wird. Gut, ja. Die Straße hier. Ich war am Überlegen, ob man das hier nicht zweispurig rüberlegt. Dass bis hierhin zweispurig gefahren wird, aber auf der anderen Seite, ist zurzeit, glaube ich, gar nicht wichtig. Da gibt es andere Stellen, wo ich sagen würde, sollte man zweispurig machen, zum Beispiel hier weiter. Dass die Züge dann hier zweispurig lang kommen. Ich glaube, hier wäre das viel sinniger, ne? Machen wir den mal runter. Ups, falsche Taste. Dann würde ich sagen, kann man da noch ein Gleis langlegen. Und das würde ich dann so machen hier. Und da lang. So. Da verbinden. Dann noch einen Bahnhof dazu zaubern. So. Und ich glaube, da oben gibt es schon ein Auswahlsignal. Und das da unten sollten wir vielleicht ein bisschen anders positionieren, denke ich mal. Das ist ein bisschen weit vor, oder? Ich denke mal, das ist ein Auswahlsignal. Das hier ist ein Streckensignal, Auswahlsignal. Das denke ich, sollte man einfach dahin machen. So. Das ist jetzt das Richtige, ich glaube ja, ne, oder? Auswahlsignal, genau. Und dann das andere einfach entfernen. Dieses dort. ECH weg. Und dann fährt er demnächst auch da lang, oder? Wieder die falsche Taste erwischt. Zweite Mal in dieser Runde. Und ich weiß gar nicht, was das da für eins ist. Ich glaube, hier gibt es noch kein Auswahlsignal. Einfach aus dem Grunde, weil wir hier ja, noch nie eins brauchten, ne? Das heißt, ich mache da eins hin, das geht nicht, dann machen wir es halt dahin. Und dann haben wir da eins und das andere nehmen wir auch weg. Passt schon, ne? So, jetzt können wir wieder ein bisschen rauszoomen. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, dass da ein Zug reinfährt. Alles gut. Ich will hoffen, dass es dann auch läuft. Wir müssten allerdings, sehe ich gerade, da noch ein bisschen was verändern. Weil wir hier keine zwei Gleise hätten, dass das da durchfahren kann, oder? Aber obwohl, war eigentlich auch jetzt nicht so spielentscheidend, glaube ich, ne? Der kann da lang fahren und der könnte da lang fahren. Die kommen sich nicht gegenseitig ins Gehege, ne? Könnte vielleicht dann klappen, weiß ich nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. So, da ist alles gut, hier ist alles gut. Sind hier hinten schon zweispurig durch bis dahin. Und hier läuft noch alles. Ja, hier gibt es noch Ausweichen. Da geht es noch Kilometer weit weiter. Bis dorthin. Sieht aber alles gut aus. Da wartet doch nirgendwo ein Zug. Also, doch hier wartet einer, aber ich denke nicht, dass das hier irgendwie auf eine ewige Wartezeit ist oder sowas. Glaube ich nicht. Da
Da wäre noch was. Ja, warte mal, lass mal hochgucken. Ich glaube, bis dahin ist sowieso zweispurig. Ja, dann verlängern wir das noch bis zum nächsten Bahnhof, oder? Macht vielleicht Sinn. Gut. So, da müssen wir noch mal was wegsenken. Dann geht das auch mit dem Zug da lang. Und ein Signal brauchen wir dann auch noch. Und so. Jetzt können die auf jeden Fall so fahren, oder? Der wartet jetzt natürlich nur, weil er noch nicht die neue Strecke kennt. Alles gut. Und ich glaube, da nehmen wir noch das Stück weg. Das sollte so nicht weggenommen werden, aber ist jetzt auch egal. So, jetzt passt's wieder. Okay, der fährt jetzt da im Bahnhof ein. Er fährt jetzt weiter. Ist durch den Bahnhof hier durchgefahren. Interessante Streckenführung, ne? Okay, er kennt jetzt auch die neue Route. Alles gut, obwohl da wartet jetzt auch schon wieder einer, ne? Also hier jetzt was lang bauen ist irgendwie nicht so dolle. Aber eigentlich wäre es das, ne? Da müssten wir jetzt so bauen, ne? Was kostet uns die? 3.800 Euro. Das kostet ja einen Unterhalt. 100er Stück. Tendenziell würde ich sagen, nein. Zu teuer. So. Und so. Und so. Dann noch Signale hin. Passt schon, ne? Gut. Und davor noch eins. Dann ist das alles machbar. Wieder die falsche Taste erwischt. Das war jetzt zum oft. Der fährt da lang. Ja, und der kann da lang fahren. Hier ist ein Signal zu viel, glaub noch, ne, oder? Beziehungsweise zu viel nicht, sondern das nehmen wir mal da weg und bauen da das hin. Irgendwie sieht das hier gerade komisch aus, wie die da einfahren, ne? Naja, aber ist so. Was macht unser Bilanzbericht hier? Sieht gut aus, macht plus, was wollen wir mehr? Etwas mehr wie eine halbe Million minus. Ist denn da irgendwie ein Auswahlsignal oder was, das die da durchfahren? Nee. Sieht nach einem ganz normalen Signal aus. Keine Ahnung warum. So, lass uns mal die Liste angucken und dann schauen, was der Gewinn so macht. Das ist unser Bus, der immer noch miese fährt. Hat keine Passagiere drin jetzt. Das muss ich wohl noch einpendeln. Da warten 4 Passagiere. Also ich habe auch heute eine super Trefferquote noch dazu. Da wartet niemand. Und wie sieht es hier oben aus? Da warten schon 44, aber die wollen überdöbeln, die 40. Ja.
Da müssten wir mal schauen, wo jetzt das Schiff ist, ne? Das fährt hier unten noch lang und ich glaube, das muss erstmal in Döbeln noch ankommen, ne? Oder? Sieht ganz danach aus. Da oben ist Döbeln, ne? Ja, ich glaube, da ist noch niemand so weit gewesen. Aber da warten schon 83, die irgendwo hin wollen. Davon wollen 83 auch nach Altenau, ne? Ja, auf jeden Fall. Weierstraße direkt 12 und 71 noch weiter. Ja, und die sind noch unterwegs dahin. So, da haben wir noch einen 4000er Bus. Das ist ein Stadtbus hier. Ist noch alles abgedeckt. Ja. Das ist halt ein Zubringerbus, ne? Neune sitzen da gerade drinne. Ist so, ne? Zum Geflügelhof fährt er auch. Das ist da hinten irgendwo, glaube. Schauen, wie sich das hier weiter gerade entwickelt einmal. Okay, die vier sind weg, steigt keiner ein. Und nächstes Ziel ist der Geflügelhof. Also er fährt hier hinten raus. Und wir stehen da. Oh, da stehen auch schon vier Personen. Also nicht ganz unrelevant, dahin zu fahren. Ja. Hier haben wir noch einen schicken Zug, der jetzt da lang fährt. Ich glaube, der ist aber auf dem Weg, wieder plus einzufahren. Stahlwerk fährt er da hinten hin. Der zweite. Fährt da lang. Leer, der hat gerade abgeliefert wahrscheinlich. Und dieser LKW ist bei der Klosterbrauerei unterwegs mit Bier. Okay. 282 minus. Liefert jetzt aber ab und hat dann fast kein Plus gemacht. 100. Irgendwie rentiert sich das mit dem Bier nicht, oder was? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Problem werden könnte. So, der steht da und wartet auf Siloware. Okay. Wird wohl nicht gebraucht zurzeit. Der steht wahrscheinlich. Ne, der fährt sogar, der mit dem Hopfen. Klosterbrauerei, kein Hopfen, kein Bier mehr. Noch 69 Paletten. Geht also. Der denn jetzt geladen, der LKW? Ja, hat er. So, wir haben auch in die Klosterbrauerei geguckt und wahrscheinlich ist hier voll, ne? Genau so ist es. Ja. Gerste wird gebraucht, Hopfen ist gleich alle. Der wird aber auch gerade gebracht, der Hopfen. Warum der jetzt da auch hinfährt, wo die anderen hinfahren, weiß ich auch nicht, ne? Und die warten jetzt auf dem Schild, dass da noch frei wird. Wofür ist denn das Schild dann da? Irgendwie ein bisschen doof, oder? So ein Auswahlschild. Sollte auch an der Straße hier stehen, oder? Steht das da? Ne, ist rechts da. Komisch. Ja, Hopfen ist auf jeden Fall da. Die Gerste fehlt jetzt. Kommt aber gerade frische rein. Kommt nochmal neuer. Das wird schon laufen, ne? Ach, da unten fährt, glaube ich, noch ein LKW, ne? Zwei sind's, oder? Ne, doch nicht einer. Der ist schon wieder auf dem Rückweg. Naja, der Hopfen auf jeden Fall geht ins Plus. Und die anderen sind auch alle leicht im Plus. Hier gibt es einen veralteten LKW. Ja, da müssten wir dann gucken, ne? Was bringt der da oben durch die Gegend?
Stück gut. Der holt jetzt Paletten Bier, ne? Gucken wir mal gerade. Bier, genau. So, das Bier kann der transportieren oder auch der. Der 1,28 bei wie viel? 8 Paletten, der 6 Paletten. 6 Paletten, 96 Cent. Ich glaube 16 Cent die Palette, ne? Oder? 60, 6 mal 6. 36, ja. Und hier 1,28, das sind 32 mehr, ne? Doch 32 mehr. Zwei Paletten dann noch durchteilen, durch 32 sind, ach, sag schon. Auch 16, also spielt's keine Rolle. Ist genauso teuer. Der fährt 70, der fährt 80, dann ist der sogar schneller. Und die alten Möhren, die sind wahrscheinlich am billigsten, ne? Ja, 50 Cent der Kilometer. Und 5 Paletten. Ja, dann hat 6. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Einfach weiterfahren lassen. So. Das andere Schiff hat mal ein zweites Schiff doch, oder? Haben wir nur eins. Ne, da ist es. Das macht richtig Plus, ne? 104. Wir stehen hier unten. Oh, da ist schon eine Kirche gebaut worden. Dadurch sehe ich ja fast gar nicht mehr den Anleger, ne? Ich glaube, der ist schon überfüllt jetzt, ne? 300, 283, ich glaube 250 gehen aufs Schiff. Gut. Hier ist alles abgedeckt. Da müssen wir mal gerade reingucken, ob alles abgedeckt ist. Da auch. Oh, hier liegt Schnee. Da ist zwar nicht abgedeckt, aber da ist gerade keine Straße, die entscheidend ist. Also keine Wohngebiete. Hier ist noch abgedeckt. Dann mal gerade Richtung Döbeln. Da ist noch alles abgedeckt. Hier auch ein Rudolfzell. Und hier oben die Stadt war auch noch, da haben wir ja sogar noch Reserven. Ja, und dann war der andere hier oben noch. Wo war denn das? Da ist die das Stahlwerk und dann die Orte hier. Das ist abgedeckt. Der Ort ist auch noch abgedeckt. Und dann haben wir hier unten noch einen gehabt. Radstadt oder wie hieß das da? Weiß ich gar nicht mehr. Wächst nicht. Riedenburg war das. Riedenburg wächst nicht. Gut. Da kommt gerade so ein kleiner schicker Zug an, ne? 223 Passagiere. Und der ist voll. Und fährt auch wieder voll weg. Passt alles. Müssen wir nur gucken, dass wir dann nachher nicht noch einen zweiten Zug, zweites Schiff brauchen oder so. Weil sind ja doch schon einige. 223. Und das Schiff hat wie viel Platz? 250 passt. Da unten war schon mit über 300 zu voll, ne? Und Hadexen? Na, warte mal, das lassen wir überlegen. 116 nach Floto, das wäre gerade mal ein halbes Schiff erst voll hier. Die anderen, da ist das Schweinetaxi zu klein, ne? Müsste man das Schweinetaxi aufrüsten. Lass das fahren. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.